Hallihallo und herzlich willkommen beim kleinen Einblick zu Minecraft Extended Ultimate. Das ist ein Modpack für den Technik-Launcher und bietet sehr viele neue Sachen, wie zum Beispiel neue Pflanzen, die Bäumen wachsen, also Früchte und Früchte, die an Ranken irgendwie so wachsen, zum Beispiel Weintrauben oder so, Hopfen, alles mögliche. Dann viel Rollenspiel-Content, zum Beispiel habe ich hier ein Schwert, ich könnte wieder die GUI anmachen. Hier zum Beispiel ein Enderschwert, da muss ich noch kurz in der Truhe schauen. Ich glaube, es ist nicht diese Truhe. Nein, es ist nicht diese Truhe, es ist die Truhe hier unter dem Spinnenbaum. Habt hier die Sachen reingetan. Zum Beispiel ein Unlock-Scroll. Das macht, dass wir Lightning, irgendwo, also einen Lightning-Zauber einsetzen können. Cheese. Eine Gothic Cuirass of Defense. Temperate Blade. Ein Bouncing Letter Pants of Lazarus. Die haben alles Bonus drauf. Richtig gut. Macht schon am Anfang richtig Spaß. Nur Morph ist ein bisschen blöde. Das versuchte ich auszumachen, dass ich mich nicht mehr morphe. Habe ich auch geschafft, aber es sind immer manchmal so Lichtbugs oder Schattenbugs drin. Wenn ich irgendwas ein Monster kill. Ja, jetzt nicht. Okay. Hat sich erledigt. ja, und Biome of Plenty ist natürlich auch drin, wie man sieht. Und ein Bug. Was war denn das? Was ist denn das? Das ist doch nicht gewollt. Ich kill dich. Du bist ein Geist. Ich kill dich. Okay, Moss Creatures drin. Oder heißt, glaube ich, nicht mehr Moss Creatures. Heißt irgendwie anders, aber auch Creatures. Mit Enten haben wir gehört. Und, ja, so, es laggt ein bisschen. Tut mir leid. Aber das ist der Mod, das Modpack ist extrem hardwarefressend. Zum Beispiel wegen Tropikraft, wo drin ist. Das hat so Wellen und Luftsachen drin, wo Performance fressen. So, kann ich nicht springen, doch jetzt. So. Hier zum Beispiel tolle Bäume. Gehen mal in den Game Mode. Ah, muss wieder T drücken. So. Ja, hier jetzt Palmen. Wunderschön. Ich gehe mal kurz an den Spawn. Dort hat es noch andere Biome. Und hier sieht man zum Beispiel Erschöpfung und Mana. Das weiß ich jetzt nicht, von welchem Mod das ist. Aber es hat irgendwelche grundlegende Dinge. Und hier ist mal ein Biom, das habe ich noch nie gesehen. Kirschblütenbiom. Cherry Blossom Grove. Hier als Ents. Die sind auch von diesem. Hier steht es, glaube ich. Also es heißt jetzt Dr. Tarks Mo Creatures Mod. Aha, also Dr. Joe. Dr. Tark ist der Modder und Mo ist irgendwie ein Name von ihm. Oder was? Wow. Toll. Sehr guter Loot. Ja, es ist peaceful, dann spawnt hier irgendwie kein Golem. Jo. Also, ich werde es so machen, weil ich, ja, weil meine Videos über solche Modpacks nicht so Erfolg haben, weil sie eben nicht so gut gefunden werden oder so und einfach nicht so interessant sind. Mache ich so, wenn das Video hier viele Aufrufe hat und Kommentare, werde ich es let's playen, aber sonst nicht. Also ich tue nicht so gerne gegen eine Wand sprechen. Und ja. Aber ich werde es tun und dafür Techno irgendwie nicht mehr. Weil dort muss man alles dann mit Tinkers Construct machen und das ist blöd. Mir zu blöd.
bis ich einen Ofen gefunden habe oder einen Ofen herstellen konnte, sind wir dann bei Part 100 oder so. Weil man hat ja, ich habe drei Dörfer gefunden und in allen drei Dörfern gab es keine Schmiede. Das war ein bisschen blöd. Und hier haben wir einen Raccoon, oder? Ein, wie sagt man, ein Dachs auf Deutsch? Ja, Dachs. So, gehen wir weiter. Hier haben wir zum Beispiel einen Gletscher. Auch sehr schön. Ich habe irgendwo ein Dungeon gefunden, aber ich müsste raten, wo der Dungeon war. Ich glaube bei einem Dorf in diese Richtung. Gehen wir in diese Richtung. Schauen den Trient am Baden zu. Am Baden zu und ja. Jetzt ein Loch. Hui. Schenken wir den Dorfbewohner eine Blume. Wir haben fünf Stück. Und was ist das eigentlich? Oh, jetzt leckt. Sorry. Ah, das, genau, da bekommt man die Scroll über. Habe ich die Lightning Scroll und jetzt ist Water Scroll. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Zauber sind oder Zutaten für Zauber. Aber ja, das muss ich alles noch herausfinden und wieder mal ist Minecraft am Laden. Durch das nebenbei Hochladen ist natürlich die Performance nicht allzu groß, wenn Fraps noch die meiste Performance frisst. Frisst extrem viel Performance. Ohne Fraps habe ich 120 FPS. Wenn ich die Fraps-Aufnahme anmache, habe ich 29 FPS. Und hier haben wir eigentlich schon einen Ofen. Also in diesem Mod finde ich Ofen. Ab da brauche ich es nicht unbedingt. Aber hier ist auch Tinkers Construct drin, aber nicht Gregtech. Weil Gregtech macht, dass wir keine Eisenspitzhacke und so also kräften können. Schauen wir mal hier rein. Eisenstiefel mit neuen Skin. So. Eine Oma. Bären habe ich jetzt noch eine. Hui. Aber jetzt haben wir so blöde Blasen um uns herum. Wo war der Dungeon? Das ist kein Dungeon, das ist nur ein Gebäude. Oh, das ist auch ein Dungeon. Oder ist das der Eingang zum Dungeon? Ja, ich glaube, das ist der Eingang zum Dungeon. Der sieht aber anders aus. Und irgendwie rauscht hier etwas. Oh, auch nice. Schöner Bug. Ach komm, bitte. Hey. Muss das sein? Erfahrungsfläschchen. Ein Kuchen, also eine Torte. Ein Blutschwert, wieso nicht? Small Golden Apple. Voll. Voll tolle Mods drin. Also richtig gutes Modpack. Und es leckt natürlich wieder. Ja, in diesen Dungeons können wir uns sehr gut aufstocken. Ich könnte mal Monster anmachen, aber ja, ich mache sie mal an. Dann muss ich slash difficulty easy. So, jetzt sollte eigentlich Monster spawnen. Ja. Gibt es denn andere Monster in diesem Modpack? Aha. Easy. Dann schauen wir mal, ob es neue Monster zu spawnen. Zum Beispiel ein Riesenskelett. Aha. Schon das erste. Und ich kann das Schwert nicht auswählen. Dann könnte ich mal... Ich glaube, jetzt geht es. Hat es einen Boss? Die gibt es also auch hier in diesem Modpack. Sehr schön. Hallo?
Ja, das ist der abgehauen. Ah, hier ist er. Nein, das ist kein Boss. Ich müsste schauen. Ja, ich habe es nur aus und ausgemacht. Morph da. Wähler auswählen. Return. Ach, komm schon. Geht nicht. Steuerung umändern. So, und dann wähler auswählen. Machen wir mal Grave. Aha, da muss ich jetzt nochmals besiegen. Dann besiegen wir doch nochmal irgendein Monster. Keine Monster. Gehen wir weiter runter. Stimmt. Ist hier schon 1.6. Und hier rauscht es auch extrem. Hallo? Keine Monster mehr. Ach komm. Ah. Diese T-Taste nervt schon immer. So. Monster bitte spawnen. Ich will doch, dass das Monster spawnen. Und wir haben das Schwert auf dem Rücken. Das ist auch ein Mod. In diesem Mod-Pack. Und sonst. Ende. Ende vom Gelände. Hier haben wir ein neues Erz, das leuchtet. Hier unten auch. Dankeschön für die Explosion. Ich habe gar nichts gemacht. War die verdrahtet irgendwie? Und ich habe doch nicht wieder auf. Okay, jetzt einfach. Jetzt spawnen sie wieder natürlich. Vorher nicht. Ich habe doch auf easy gelassen. Und es laggt wieder. Oh. So. Irgendwo sind die Monster, aber nicht hier. Aha. Tröd, tröllölölölö. So. Eine Pfeilfalle. Aua. Die machen fett Damage. Oh Gott. Slitten. Ja, das geht nicht. Halt so wieder. Das sind Bergarbeitersfreude. Und wo sind jetzt die Monster? Hier. So, jetzt verwandeln wir uns in einen Zombie. Wir sind extrem langsam. Aber haben kein Skin von. Ah, muss ich es auswählen? Auch nicht? Hallo? Ah, jetzt. Es geht einige Zeit. Ah nein, jetzt ist es schon. Ja, also man verwandelt sich in der Grundstellung eigentlich immer in das letzte Monster, das man getötet hat. Und kann es aber auch ausstellen und ich habe es zu weit ausgestattet. So, wieder zurückverwandeln. Ui. Dieser Mod ist wahrscheinlich von einem 5-jährigen Kitty gemacht worden. Oh je. Yeah. Aber, also, das war die Vorstellung von diesem Modpack, wenn ihr mehr sehen wollt. Oder eben ein Let's Play sehen wollt, dann möchte ich gerne um einen Daumen nach oben bitten, müsst aber nicht. Und ja, sehen wir vielleicht uns in einem anderen Video wieder. Tschüss. So, noch kurz, ich zeige euch die Mods, die drin sind. Und ja, sind recht viele, also ein Mega Mod Pack sozusagen. Zum Beispiel Colorful Portals.
Dungeon Crawler, Dungeon Pack. Also richtig viele. Chanting Plus. Metallurgie, Wailer, Tinker's Construct. Also es hat richtig viele Mods drin. Hat's auch drin. Auch wieder so ein Kitty Mod. Nein, ich finde solche Mods, die sind gut, wenn man sie deaktivieren könnte, aber immer damit rumzulaufen oder eben in ein Monster verwandelt zu werden, das ist nichts für mich. Jo. Timecraft Mob Aspects. Ist wahrscheinlich ein Addon. Und Weather and Tornados. Cool. AI-Block, Village Taverns. Okay, eben. Minecraft Intention, also. Wie heißt das jetzt schon wieder? Ja. Extension Ultimate oder so. Ja, ich sehe es ja im Titel da. Also bis dann. Also bis, ja. Eventuell ein weiteres Video von diesem Mod oder in einem anderen Video. Bye.